Da ja Monster bekanntlich nicht über Klippen und sowas springen, also über tiefere Dinge, um irgendwo reinzukommen, werde ich einfach hier die potenziellen Gefahrstellen entfernen, damit nichts in mein Haus auch reinkommt. Über die Treppe auf einmal. Bis auf Spinnen vielleicht, aber die können meine Treppe nicht hochgehen, weil meine Treppe dafür zu breit ist. So. So, was ich hier mache, werde ich gerade gefragt, was ich da mache, komisches. Nennt sich ein Wasserentsorgungssystem für Monster. So, und zwar brauchen jetzt einfach nur den Eimer hier. Machen den Eimer voll mit Wasser. Gehen hier oben hin. Lassen das Wasser fließen. Und zwar gleich in beide Richtungen. Hier darf natürlich kein stilles Wasser entstehen. Deswegen mache ich jetzt einfach hier. So, mir fällt hier natürlich gerade noch was ein, was ich gerade eben vergessen habe. Und was ich nicht hätte vergessen dürfen. Und zwar brauchen wir noch Schilder, um das durchzuführen. Also das da kommt jetzt so hin. Und zwar als ihr mal bekannt, irgendwann mal eine Monsterfalle auch gesehen habt, wird euch das natürlich hier bekannt vorkommen. Das System. Und hier muss ich natürlich dann erhöhen. Ja. Ihr seht schon, wieder etwas bauen. Also das ganze Ding, also die ganze Staffel wird wahrscheinlich vorerst jetzt erstmal baulastiger. Vor allem daher, dass ich es ja bevorzuge zu bauen bei Minecraft, anstatt irgendwas anderes zu machen, wird diese Folge auch ziemlich baulastig werden. Kann ich jetzt auch schon sagen. Und natürlich brauche ich jetzt noch eine Schaufel wieder. Eisenschaufel machen wir aber garantiert jetzt nicht.
Also das wird jetzt keine so Umbringen-Monsterfalle. Aber es wird halt eine Monsterfalle zum Einsperren der Monster. Deswegen wird es auch hier 2 hoch. Damit die ja nicht entfliehen können, wenn die einmal drin waren. Damit meine Hühnchen und mein Haus sicher ist, mache ich das jetzt. So. Fail. Sehnliche Escape gedrückt. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Sondern ich wollte ja jetzt hier weitermachen. Zwar damit es in beide Richtungen gleichmäßig fließt. So. So funktioniert das Ganze dann. Wir werden dann einfach halt hier hingeschwemmt. Fallen dann da unten rein. Natürlich müssen wir jetzt wieder mal einen Zaun machen. Wie auch das immer so ist. Leider. Noch ein paar Zäunchen. Kommt wieder dramatische Musik im Hintergrund. Ja, ihr seht schon, Hochsicherheitstrakt. So, jetzt kommt da garantiert kein Monster mehr hoch. Wie man schon sieht, man wird hier halt dann angeschwemmt. Oh, mir fällt gerade was auf. Da Monster ja auch springen können, sollte man das schnell ausbessern. Weil sie über dieses fließende, durch das fließende Wasser hochspringen können. Im Notfall. Merkt schon, ich stehe so auf Fallen und sowas und einfach nur irgendwas austüfteln. Und geht gar nicht so drum, ob es dann wirklich auch was fängt oder so. Hauptsache, ich habe was gebaut. Gut. Damit wäre sozusagen dieses Problem erstmal gelöst. Machen wir nur noch die Treppe für die Hühnchen. Wo sie dann hochkommen. Das fleckt dann für meine Hühnchen. Armee. Habe ich gerade was von Armee gesagt? Nee, ihr habt euch nur verhört.
So. Hühnchenpfanne wird euch... meine Hühnchenarmee wird euch alle vernichten. Was? Nein, ich sag doch gar nichts von Hühnchenarmee. Ja, dadurch, dass ich jetzt gerade hier ein bisschen still bin, wird es euch wahrscheinlich gerade ein bisschen langweilig, aber ich hoffe, es hat noch keiner weggeschaltet. Und dass sich ja doch 11 Leute anscheinend gewünscht haben und noch mehrere Leute gewünscht haben, dass ich ihn together mache, was auch Minecraft beinhaltet. Und ich würde das jetzt relativ gut bei euch ankommen. Ich werde demnächst vielleicht mal irgendwann dann mal so mir Playlists runterladen und mir dann so Playlists zusammenstellen. Aber vorher oder halt übers Internet laufen lassen, aber naja, das zieht das ist halt das Problem, weil meistens, wenn ich dann jetzt aufnehme, werde ich wahrscheinlich im Hintergrund was hochladen, deswegen geht das halt dann auch nicht. Gut, meine Hühnchenarmee könnte jetzt gezüchtet werden. Schon mal 2 potenziell lebensfähige Hühnchen. Shit, dann habe ich gar nicht gedacht, dass die ja auch hochrennen können. Wieder Zäune und Zauntore bauen. Nur weil ihr Hühnchen so dämlich seid und immer weglaufen müsst. Ist das Hühnchen jetzt hingelaufen? Da ist das Hühnchen. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Weizen. Und wenn, dann züchte ich halt das Weizen hoch. Ich habe ja Bones. Auf jeden Fall werde ich mir damit jetzt meine Hühnchenarmee beschaffen. Das mit den kleingewachsenen. So, der Rest ist eigentlich schon so groß, dass es sich da gar nicht mehr richtig lohnt. So. Dann haben wir noch mehr Baummehl. Und wir noch mehr düngen. Fail. Das war nicht richtig gedüngt. So, Kinder, heute habt ihr wieder gelernt, wie man richtig düngt. Wenn man die kleinen Hühnchen schon mit Ding anlocken kann.